Was klappt, Leute? Wir sind wieder back in einer neuen Folge. Resident Evil 4, jetzt wollte ich jetzt schon wieder Assassin's Creed Odyssey sagen, aber nee, wir sind ja hier in Resident Evil. Ich bin gerade in einem relativ langen Stream, seit 15 Stunden ungefähr live und ja, sagen wir mal so, ich habe jetzt ziemlich lange Assassin's Creed aufgenommen. Also mal gucken, wie es jetzt hier lübt. Das Problem ist nur, mein Headset ist gleich leer, das heißt, ich werde nur die eine Folge aufnehmen können. Und wieso habe ich jetzt schon wieder nur 34 FPS? Ich hasse es. Ah ja, und OBS hat heute ein paar Probleme. Ich weiß nicht genau warum. Also könnte sein, dass wir ab und zu mal den einen oder anderen Lag haben. Hä? Okay. Muss mir jetzt auch erstmal wieder ein bisschen umgewöhnen von der Steuerung her. Was war denn das? Okay. Wo waren wir denn letztes Mal genau? Warte mal, habe ich nicht? Ich habe den RPG, Alter. Let's go. Wir haben einen Rocket Launcher und ich glaube, den werde ich auch gleich brauchen. Okay, hier waren wir letztes Mal schon. Okay, dann gehe ich mal nach oben. Mir tut noch langsam die Arme und alles weh. Also ist ganz gut, wenn wir dann nach der Folge mal irgendwas... Das Problem ist, ich kann ja auch nicht mit Maus und Tastatur spielen, weißt du, wegen meiner Operation, ne? Oh fuck. Alter, ich drücke. Also. Was? Alter, ich will jetzt mit Y drücken, Mann. Scheiße. Wegen Resident Evil. Ach, Digga, wegen Assassin's Creed meine ich. Mann. Ihr merkt's schon, ich bin nicht so ganz am Start. Könnte also ein bisschen lustig werden heute. Roadhouse. Hab ich auch voll vergessen jetzt zu sagen. Hallo. Ich will nicht gesehen werden. Geht mit dir ab, Junge. Ich weiß gar nicht, was das hier ist. Fabrik, Mine, ist alles. Es ist irgendwie alles und noch nichts. Keine Ahnung. Das erinnert ein bisschen an Resident Evil 8, die Fabrik. Von, wie ist denn der nochmal hier? Was mit Heisenberg? Ist der, glaube ich, ne? Hier können wir uns durchspringen. Frage ist, ob ich das will. Wir gucken mal. Oh ja, hier ist eine Kiste. Mit einem Goldfuchs. Ne, Goldluchs. Fuchs, ja. Nehme ich natürlich gerne mit. Und das gelbe Kraut eben. Das ist natürlich auch sehr nice für Max. Max Life. Max Elf. Ist ja egal. Guck mal, wenn wir es drücken, dann haben wir. Oh, dann sind wir schon fast voll, ne? Vom Max Leben her. Max Hart. Oh, Scheiße. Ich glaube, die habe ich bemerkt. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme. Mit euren Einsatzschild, ne? Sind voll. Das läuft gut, also das voll ist ja mega neu. Das habe ich bisher, glaube ich, noch nie benutzt. Okay, nice. Ich glaube, das ist schon mal sehr gut, wenn wir die weg haben. Weil gleich, wir wissen, was gleich passiert. Für die Leute, die letzte Folge gesehen haben. Ein Raketenwerfer? Ja. Und jetzt geht's. Ihr seht, da kommt Party. Gut.
Schieß doch! Meine Raketenwerfer kann mir auch ja helfen, ne? Na scheiße. Gerade ein bisschen. Uff. Ja, die Konzentration ist nicht so ganz on point. Hier haben wir. So, der Raketenwerfer sollte erstmal kein Problem mehr darstellen. Aber der Penner daneben. Theoretisch hätten wir mit der Lampe, glaube ich, viele machen können, oder? Mit Feu und so. Vielleicht kommt aber auch gleich noch ein ganzer Trupp runter, mal gucken. Ich höre zumindest irgendwas. Hab ich jetzt irgendwas liegen lassen? Ich hoffe nicht. Oh ja, moin. Was bist du denn, Alter? Wo kommen die denn jetzt lang? Die müssen ja da unten lang gehen dann. Jetzt nochmal Pistolenmuni, toll. Ah ne, die können einfach da hoch, klar. Oh scheiße. Wie komme ich hin? Nein! Ist gegangen. Scheiße, ey. Das mit dem Feuer habe ich jetzt nicht so gut getimt. Ja, du nervst ein bisschen, mein Freund. Ja, geil. Dort schön genau in dem Moment, du Penner. So, was hast du für mich? Pistolenmunition, toll. Nehme ich dankend an. Hier wäre ein Fass gewesen, schön. Wenn man das Spiel schon mal durchgespielt hat, dann kann man hier bestimmt einiges an Muni sparen, wenn man die ganzen Fallen für die Gegner kennt. Ne? Mag das. So. Halten Sie Ashley hier fest? Alter Junge. Wo sind wir gelandet, ey? Ich sehe da schon wieder Raketenwerfer. Okay, jetzt wissen die natürlich, dass ich da bin. Aber der Raketenwerfer ist schon mal weg. Oh Gott, man! Der Raketenwerfer ist hier! Easy. Der ist weg. Boah, Alter, du Penner. Nein, du bleibst liegen. Das will ich hier gar nicht sehen, Kollege. Und. Ah ne, Rotos. Meine ich natürlich. Aus dem Weg. Ein bisschen eingerostet.
Oder müde, man kann auch beides sozusagen. Ist ja egal. Einmal nach unten bitte. Gibt's hier vielleicht noch irgendwas Saftiges? Vielleicht so einen schönen Munivorrat in so einem Container oder so? Oder eine Kiste? Eine elegante Krone nochmal. Die hat letzten Monat 1000 eingebracht. Hallo, also da bin ich gern für zu haben. Von 16, wir werden eh die alle kriegen. Das ist obvious. Anscheinend habe ich auch alles mitgenommen, außer die beiden Kisten natürlich hier. Zack. Ja, Pistolen, Munition und Peseta, ist schön. Hier geht's rein. Hier komme ich wohl nicht rein. Oder hier geht's nicht rein. Ich muss einen anderen Weg finden. Dann weiß ich ja schon, wo ich lang muss. Warte mal, der Container, den geht aber nicht auf, oder? Ich glaube leider nicht. Da wäre natürlich so ein schöner Munivorrat angenehm gewesen, ne? Aber gut. Man kann ja nicht alles haben. 10 Pistolen-Muni müssen noch reichen. Oh, wir haben Sprengfallen. Ja, ich muss sie entschärfen. Wir haben einen Save Point. Speichern. Let's go. Was haben wir hier? Noch ein Kristall, schön. So Angst, dass ich gerade irgendwo in der Falle laufe. Da werde ich später rauskommen. Fass. Roadhouse. Schwergranate, nice. I take. Das ist eine Leiter. Ach, das ist eine Leiter. Moin. Die habe ich ja voll übersehen. Sehr schön, dass du dich umdrehst, du Vollidiot. Und da kannst du auch gleich schlafen gehen. Ich kann die also hier in die Falle locken. Wie mache ich das am besten? So, einer schon mal weg. Scheiße. Die hat mich überrascht. Mit dir habe ich nicht gerechnet, mein Freund. Was soll das? Oh, bin ich ja ganz knapp dem Tod entkommen. Mal wieder. So. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Man scheint aber noch nichts zu übersehen bis jetzt. Da ist ein... Oh nein. Vielleicht hätten wir die Sprengfalle noch nicht aktivieren sollen, weil wenn ich jetzt den Knopf öffne, ne? Ich habe so die Theorie, dass da gleich vielleicht eventuell noch was auf uns zukommen wird. Das war mir bisher sehr einfach, hier hinzukommen.
Nichts. Oh, warte. Aha. Messer. Oh, Flintenmunition, sehr nice. Kriegen wir im Moment viel zu selten, leider. Deswegen, und ja, das ist auch nochmal so ein Hinweis, dass hier gleich Action losgeht, glaube ich. Ich gehe mal am Treppenhaus lang. Wir haben hier einen sehr engen Raum. Mit einer Leiter und einem Treppenaufgang. Das ist ja wohl kein Zufall, oder? Ich speichere nochmal. Warum nicht? Zack. So, dann gehen wir mal ganz entspannt da durch, ne? Nichts. Ich bin zu misstrauisch heute. Oh, oder jetzt. Ashley! Ashley! Hm. Komm schon, wach auf! Hallo, Ashley. Fuck! Halt durch. Ja, wir sollen Ashley befreien, natürlich. Liegt hier vielleicht noch irgendwas? Nicht wirklich. Warum kann ich denn hier hin? Wahrscheinlich einfach so, okay. Das hier sieht mir ein little bit arena-mäßig aus. Mal gucken, was geht. Ich sehe zumindest schon mal einen fetten. Lohnt, glaube ich, nicht. Ich weiß nicht, ich würde mir den RPG gern aufbewahren für große Gegnergruppen. Ich gegen so einen fetten, aber der wird mich auch wegmachen, glaube ich. Habe ich noch einen Sprengsatz? Oh ja. Rothaus. Ja, das war ja relativ entspannt, würde ich sagen. Wo ist der andere hin? Ach, der ist auch tot. Sehr gut. Ja, das, ich dachte, wir kriegen hier mehr Probleme. Ich habe aber auch eine Nade und zwei Minenaufsätze verballert. Also gar nicht mal so wenig. Hier brauche ich eine Keycard oder so. Kann ich hier irgendwas öffnen? Nee. Geht hier irgendwas auf? Auch nicht. Toll. Ist ja ein Traum hier. Absoluter Dream hier. Da brauche ich Ashley. Okay. Okay, let's go. Ja, dann geht's eigentlich nur da hoch. Ja, Türverriegelung, Wand mit Durchbruch. Schön. Ich muss also erstmal nach oben. Oh, ich glaube, mit Ashley rauskommen wird das größere Problem sein, ne? Als zu ihr zu kommen. Da wäre eine Tür. Das ist auch die einzigste Tür, wo ich lang kann. Deswegen nehme ich erstmal die Kiste hier mit. Dann gehen wir mal da durch. Roadhouse. Gibt gut Pistolenmuni. Okay, weg. Sehr gut. Noch ein Dicker oder was? Nee. Hohoho! Okay, der fliegt. Zack. Okay, wir sind hier auf jeden Fall in irgendeinem abgefuckten Labor oder so. Ich weiß doch auch nicht, was das hier ist. Irgendeine Fabrikhalle oder so ein Scheiß. Oh
Scheiße, einer nicht gehtet. Okay, sehr gut. Ist RIP. Oh nein, 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 nein. Jalla. Zack. Weg. So, habe ich irgendwas übersehen? Nein. Kisten auch nicht. Ich hoffe doch. Wäre belastet, wenn wir was übersehen würden. Sieht aber relativ gut aus hier. So, dann ich hoffe mal, dass mich hier keiner frisst. Kann ich hier noch irgendwas öffnen? Nö. Alter, das ist eklig hier, ey. So unüberschaubar auch. Zack. Ist noch ein Koffer. Pistolenmunition, schön. Was, wo sind wir überhaupt, Mann? Was ist denn das hier überhaupt alles? Achso, der Raum ist hier zu Ende, okay. Oh, hi. Na, alles klar? Ah, es funktioniert, nice. Sehr gut. Ist vielleicht noch ein bisschen groß, oder? Die Einblendung. Soll ja auch auffallen, ne? So, habe ich jetzt hier alles mitgenommen? Ich glaube schon, ne? Okay, dann gehen wir mal weiter. Hallo? Küche. Gewehrmunition, nice. Können wir hier nochmal ein bisschen Peseta, schön. Okay. Do you speak English? Yeah, but it's not perfect. Oh, wait. So, weiter geht's. Wo waren wir jetzt? Achso, okay. Einfach den Gang hier lang. Was? Hab ich jetzt irgendwas? Wollte ich bestimmt gerade sagen, oder? Egal. Hier, Handgranate, nice. Hier hin. Alles easy. Noch einen schönen Kristall hier, Alter. Nice. Oh. Oh Mann, Alter. Geisteskranke hier, ey. Was ist denn hier los? Das ist auch so ein bisschen Resident Evil 7 Feeling gerade. Forellenbarsch, nice. Weiß nicht, ob ich den essen wollen würde hier, aber. Oh, nur das Beste vom Besten. Man nimmt, was man kriegen kann, ne? Da haben wir endlich mal wieder einen Händler. Reno, Alter, nice. Hab ich alles? Da ist noch ein Ei. Da unten. Moin. Willkommen. Ich hab nur die feinste Ware im Angebot. Fast eine halbe Stunde Infinity War und. Es ist bisher verdammt geil. Okay, nice. Alles. Nehmen wir erstmal die Kristalle. Ein hervorragender Deal. Wir können Goldlux machen, aber. Lohnt aktuell, glaube ich, noch nicht so. Jo, vielen Spaß im Lurk-Linie und vielen Kann Dank. Ich so kommen, jederzeit wieder. Au, oh, sag mal. Aua! Was soll das? Huhn greift mir einfach an. Mann, Alter, das ist doch hier alles abartig, Mann. Hab ich gespeichert? Ich hab nicht gespeichert, Moment. Warum tust du denn nicht was Gutes? Schnauze. So. Besser einmal mehr speichern als einmal zu wenig, würde ich sagen. Vor allem in Resident Evil. Vor allem mit diesem Resident Evil. So, es geht einmal hoch und ich brauche einmal eine Karte. Das mit der Karte, das ist interessant. Okay, hier ist nichts. Da kommt safe noch irgendwas raus. Ja, das hab ich mir gedacht. Obwohl, das ist ein Durchgang bis hier. Wo waren wir denn jetzt bisher drin?
Ah ne, wir kommen von hier. Das heißt, wir kommen da eh hin. Okay. Alles klar. Ich gehe mal weiter. Es ist zu ruhig gerade. Viel zu ruhig. Ich will nicht ins Gefrierhaus. Karte benötigt. Ich brauche also die Karte. Und lass mich raten, die ist zufälligerweise bei dem Boss. Da will ich gar nicht hin. Da wollen wir alle gar nicht hin. Da fehlt mir irgendwas. Ich gehe da nicht hin. Ich hab's vergessen. Ich muss aber leider. Irgendwas übersehen? Nö. Okay. Ja, dann wird schön. Hier ist das Tor. Ich will nicht. Ja, das ist ja ein Traum. Es ist auf einmal weg. Ach du Scheiße. Okay, ich werde hier gleich alles öffnen, ja. Und es wird nicht gut ausgehen für uns. Das kann ich schon mal ganz genau sagen. Jetzt werde ich auch noch angerufen. Oh Mann, Alter. Ich bin gleich wieder da. So, weiter geht's. Mann, eine Katastrophenfolge. Ich hab ein bisschen Angst gerade. Dass mich irgendwas über. Also normal bin ich jetzt gar nicht. Also normal erschreckt man mich sehr selten. Also sehr, sehr wenig, aber. Wenn ich das hier sehe. Und damit meine ich sehe nichts. Weiß ich nicht, ob ich da hin. Also, ne? Geht ja nicht lang. Das ist gerade asozial. Es geht so. Genau. Es geht so nicht.
dich dumm? Ach so. Oh Mann, okay. Nee. Nee. Scheiße. Gott. Was für Experimente veranstalten die hier? Will ich gar nicht wissen. Was? Toll, das heißt, er kann sich immer wieder beleben. Die Frage ist, wie kriegen wir den besiegt, ne? Ja, der ist einfach unbesiegbar, stark. Wo sind wir? Was ist denn das hier alles? Was ist denn... Wo bin ich jetzt hier reingegangen? Ich war doch erstmal in einem Schloss und jetzt bin ich hier. Schlüsselkarte, ja toll, das freut mich ja sehr. Ich bin erschrocken, Mann. Ich glaube, das war dumm. Nee, das war doch richtig scheiße, warte mal. Verdammt. Boah, ist das Ding eklig. Es ist unsterblich, ich kann dagegen nichts machen. Lass mich rein. Oh, Junge. Wie soll ich dir denn kommen? wie soll ich, was soll ich denn gegen die machen? Beschreibungsterminal. Muss ich noch irgendwas machen? Antworten. Okay, nice. Na klar. Alter, leck mich am Arsch! Aber da komme ich jetzt rein. Oh, du Kackvieh, ne? Kackviecher, ne? Oh, ich hoffe, die kommen nicht nach. Alter, leck mich am Arsch. Wer
Die Viecher sind ja richtig eklig, Mann. Ach du Scheiße, Junge. Hier oben irgendwas übersehen? Ich glaube nicht. So ein bisschen Outlast-Feeling gerade auch, ne? Einer weg. Mist! Jung läuft der. Oder bleibt er einfach stehen? Okay, gelbes Kraut, sehr gut. Danach müssten wir Max Life sein, wenn wir das nächste Mal mit dem gelben Kraut interagieren. Alter, was war das für eine Kacke gerade? Beschreibungsterminal. Jo, das kriege ich auch noch hin. Ja, wo bin ich hier gelandet, Alter? Wo zur Hölle bin ich hier gelandet, Alter? Ich will hier gar nicht mehr sein. Kann ich wieder gehen? Bitte? Wehrmunition passt nicht mehr rein. Was? Erzähl mir keinen Scheiß. Natürlich passt hier rein, Junge. Vielleicht aber auch ein Zeichen, mein Gewehr mal nachzuladen. Und vielleicht auf. Ja, weiß ich nicht. Soll ich aufs Gewehr wechseln dann in dem Fall? Oder brauche ich drei? Ja, moin. Okay. Okay, wir müssen noch da hinten, ja? Und. Ich sehe Onkel und Tante, Alter. Ich weiß ja nicht, aber ich will da irgendwie nicht hin. Habe ich hier noch irgendwas im Raum? Nee. Wir wissen beide, was. Also, wir wissen alle, was passieren wird. Ja. Werkzeug ist da noch drin, okay. Okay, in einem der Objekte ist noch ein Werkzeug: Zielfernrohr. Vierer-Scope brauche ich dafür. Also ich den Fisch. Krieg ich den hier rein. Dann kann ich das mitnehmen. Die Zielfernrohr kann mit jeder Waffe verwendet werden, auf dem ein Zielfernrohr montiert werden kann. Und das bringt mir was genau? Geht nur an einem. Schön. Ach du Scheiße. Muss ich die Dinger treffen dafür? Oder wie ist das hier? Wenn ich da jetzt reinschieße in dieses leuchtende Ding, ist der dann tot? Ich will es gar nicht rausfinden, wenn ich ehrlich bin. Moment. Ich brauche einen Schraubenschlüssel. Und er ist noch in dem Vieh. Oh Mann. Okay, wir sind full. Moment. Nochmal so. Lade ich noch ein bisschen die Waffen nach. Was genau ist denn jetzt hier gerade Sache?
Das Subjekt konnte nach 20 Stunden gefangen und die Situation unter Kontrolle gebracht werden. Insgesamt 7 Personen starben bei dem Vorfall, 19 wurden verletzt. Ein toter Mitarbeiter sowie eines unserer Werkzeuge konnten bis dato nicht aus dem Körper des Subjekts geborgen werden. Ja, okay, aber. Ich sehe kein Werkzeug. Oder muss ich damit jetzt zurückgehen? Oder ist das das Subjekt, was oben auf dem Ding liegt? Das weiß ich auch nicht. Scheiße, Mann. Da liegt noch ein Kraut. Moment. Wo? Hier irgendwo. Ah, da, moin. Ich hätte einen Stuhl umgerissen. Hier ist auch noch was. Gewehrmunition. Ja, das ist ja sehr vielversprechend, du. Auf der anderen Seite war nichts, oder? Irgendwo. Doch da. Ein Pimuni, ein rotes Kraut noch. Okay, ich merke schon, das wird wild. Okay. Das ist nichts. Die Frage ist, was genau ist gerade mein Job? Ich soll ein Werkzeug organisieren, aber woher? Muss ich jetzt wieder zu den Viechern oben gehen? Oh Mann. Ich gucke mich hier nochmal kurz ein bisschen um. Irgendwas Verstecktes, aber ich glaube nicht. Ja, ich nehme an, ich muss wieder zu den anderen Viechern gehen. Worauf ich natürlich sehr viel Lust habe, klar. Wer nicht? Ich glaube, durch diese Schutztüren kommen die nicht durch. Nein. Wo kriege ich ein Werkzeug her? Hier geht's nicht rein. Ich verstehe gerade nicht so ganz, was mein Problem ist. Ich brauche ein Werkzeug. Okay, warte mal. Lass mich doch durch. Die blöden Spawn-Camper, ne? Okay. Was geht's denn hier eigentlich rein? Hilfespray, okay. Schön. War ich hier schon drin? Goldbaum, klar. Moment, was ist denn? Ich verstehe nicht, was meine Aufgabe ist. Dann bin ich jetzt überfragt. Oh, ich. Ich verstehe es nicht.
Jetzt bin ich doof oder? Hab ich irgendwas übersehen oder so? Ja, das geht nicht. Denn ich muss. Beschreibungsterminal, aber da. Genau, da brauche ich aber erstmal Werkzeug für. Und das kriege ich aus irgendeinem Ding raus, oder nicht? Das weiß ich noch nicht genau, wie ich das. Also welches Ding denn? Und. Also. Wenn du das kürzlichen Stromausfall erwacht dein Testsubjekt aus der Kryostase. Brach aus seinem Haltetrank aus. Gefrierhaus oder das hier? Vielleicht bin ich auch gerade einfach zu doof dafür. Na gut, ich streame jetzt seit 15,5 Stunden. Oh, warte mal, ich habe eine Nachricht bekommen. Okay. Ja, soll ich jetzt hier auf eins von denen ballern? Oder? Ich verstehe nicht so ganz, was das Ding ist. Oder sieht man da irgendwie ein Werkzeug drin? Oder? Warte. Okay, ich würde das hier noch gerne machen, bevor wir die Folge beenden. Oh mein Gott. Kann ich die besiegen? Weil ich muss das ja irgendwie da rauskriegen aus dem Ding. Genau wie. Das ist wie ein Frosch. Was? Was da? Was? Ich verstehe nicht ganz. Ich verstehe nicht genau, was ich machen soll. Muss ich die Herzen abknallen? Boah, Alter, willst du mich verarschen oder was? Was ist das für eine Scheiße hier gerade? Shit, meine Schutzweste. Ach, deine Schutzweste, ja, die ist ganz wichtig. Du Penner, Alter. Ich verstehe nur nicht genau, was ich gegen das Scheißding machen soll. Auf dem Weg. Schraubenschlüssel. Leck mich am Arsch, Alter. Alter, was ist denn das für eine Kacke hier gerade? Junge. Alter, was ist denn das für ein Vieh? Es reicht. Es reicht. Kein Heal mehr. Oh.
Och man, das Ding, das ist ja unmenschlich. Ja, das war. Achso, ich hab nur eins gehabt. Scheiß drauf. Kannst du einfach bitte sterben? Das wird laut. Junge, Alter. Die Dinger sind ja absolut disgusting. Die sind absolut disgusting, Alter. Jetzt habe ich natürlich noch mal ein paar Penner. Scheiße. Schlüsselkarte. Ja, nehme ich gerne an, Digga, danke. Roadhouse. Sorry, keine Absicht. Ja, bist du bescheuert? Scheiß Spanier, ey. Ja, könnt ihr mal aufhören hier? Es reicht langsam, Jungs, ne? Ich hab genug von euch. Verdammten Penner, ne? Oh. Es reicht, Jungs, es reicht. Aber anders, ey. Das war eine ganz wilde Sache hier gerade. Okay, die Dinger kriegt man nur mit Explosionen down, ja? Hätte ich das voll gewusst, dann wäre ich schon längst tot. Gut. Egal. Hilft nichts. Irgendwas übersehen jetzt? Ne, ich glaube nicht. Okay, scheiß drauf, Alter. Kranke Sache gerade. Also ich bin absolut fertig gerade. Oh, Ashley kann sich hier verstecken. Das ist ja sehr, sehr schön. Das erfreut ja mein Herz, du. Oh nein, das ist ja richtig scheiße, Mann. So, ich gehe jetzt aber erstmal links rum und speichern, denn die Folge ist schon zu Ende. Da komme ich nicht hin. Da müsste ich jetzt bis hier hinlaufen. Scheiße, Mann. Hat keinen Zweck. Das können sie jetzt befreien, aber. Nicht so gut, Mann. Ich weiß nicht, ob das so krass hilft, Mann. Aber es sieht schon besser aus, ja. Alles gut, Ashley? Du wirst wieder. Scheiße. Ach Mann, Alter, es ist alles belastend. Kapitel beendet. Oh, nice. Können wir doch speichern, ey.
Ja, dann. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Haut rein, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder weitergeht mit Resident Evil 4, Leute. Ciao.